So, hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist Mashstate und heute gibt es spannende Neuigkeiten zu Battlefield 1 in Form dieser neuen Bilder. Die Quelle ist leider nicht EA bzw. DICE und es könnte deshalb auch genauso gut ein Fake sein. Allerdings ist es aufgrund der Menge und der Qualität recht unwahrscheinlich. Insgesamt wurden nämlich 37 Bilder von einer chinesischen Quelle gepostet und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was die so im Detail hergeben. Um das Ganze jetzt ein bisschen übersichtlicher zu halten, weil 37 Bilder ist echt ziemlich viel, versuchen wir uns erstmal in diesem Video auf den Bodenkampf zu konzentrieren und beim Equar geht's dann um den Luftkampf. Ein weiterer Grund, weshalb ich denke, dass diese Bilder durchaus echt sein könnten, ist zum Beispiel dieses Bild. Hier sieht man das gepanzerte Fahrzeug, das über eine Sanddüne rast. Oben drüber sind dann noch ein paar Flugzeuge zu sehen und genau dieses Bild bzw. diese Szene habe ich in dem exklusiven 5 Minuten Gameplay auf der Battlefield 1 Weltpremiere gesehen. Dass jetzt also dieses Bild passend zu dieser Szene erscheint, ist wohl kein Zufall. Concept Art sind oft als Vorlage für Trailer gedacht und deshalb denke ich mir auch, dass dieses Bild durchaus echt sein könnte und naja, da das mit den anderen Bildern zusammen released wurde, könnten genauso gut die anderen Bilder genauso echt sein, nur halt eben nicht offiziell bisher gepostet, weil das irgendwie noch nicht geplant war. Ganz nach dem Motto Fahrzeuge, denn das ist ja das Motto des Videos, bleiben wir erstmal dabei und schauen uns auch noch dieses Bild an. Ein kleiner Jeep liefert sich eine Verfolgungsjagd mit einem Transportfahrzeug. Der Jeep hat eine festmontierte MG und beschießt den Transporter, aus dem wiederum ein anderer Soldat seine normale Waffe abfeuert. Auf dem Bild sieht man außerdem einen dichten Wald, wodurch die beiden Fahrzeuge rasen. Der Transporter mit der Plane sieht ziemlich interessant aus, weil ich sowas glaube ich noch in keinem Battlefield, zumindest nicht im Multiplayer, gesehen habe. Man kann da so hinten drauf sitzen und ist auch seitlich durch die Plane etwas geschützt und das könnte ich mir gut vorstellen, also auch im Multiplayer. Natürlich ist doch der Jeep ziemlich geil. Nicht mehr ganz so groß wie ein Jeep oder Transporter ist das Motorrad mit Beiwagen, das man in diesem Bild sieht. Auch hier wird scheinbar wieder hinter Feinden hergerast, dieses Mal sind diese aber auf Pferden unterwegs. Interessant ist auch, dass der Verfolgte mit seiner Pistole oder seinem Revolver auf seine Verfolger zielt. So eine Mechanik wäre natürlich super schön im Spiel zu sehen, leider kann man aus Concept Arts vor allem diesen hier nicht, weil, naja, die jetzt wirklich nicht so richtig offiziell sind, keine wirkliche Bestätigung bekommen, dass zum Beispiel dieses Feature, also auf Pferden reiten und zielen bzw. schießen, im Spiel ist. Nichtsdestotrotz sieht die Szene auf jeden Fall interessant aus. Im Trailer, den wir alle schon gesehen haben, mindestens einmal nehme ich an, kam auch diese Kanone vor, beziehungsweise eine dieser Kanonen. Hier sieht man sie nochmal etwas mehr im Detail, wie die Kanone auf der Klippe platziert wurde und auf ein paar anrückende Panzer zielt. Scheinbar wurde die auch gerade erst abgefeuert, denn aus dem Rohr steigt Rauch hinaus und neben den Panzern im Hintergrund sind viele Einschläge zu sehen. Die Panzer werden auch von ein paar Flugzeugen angegriffen. Dieses Bild finde ich außerdem sehr interessant, da es eine riesige Schlacht zeigt. Eine große Schlacht mit einem riesen Gunship wird auch auf diesem Bild gezeigt. Durch die dichten Wolken dringt das riesige Gunship langsam auf die Schlacht zu. Drumherum fliegen auch wieder ein paar Flugzeuge, dieses Mal aber nicht nur Doppel-, sondern auch Triple-Decker. Die Umgebung bzw. die Stadt erinnert mich sehr stark an die Londoner Innenstadt und auch der Turm auf der linken Seite sieht mir sehr nach dem Big Ben Tower aus. Was das jetzt alles mit dem Bodenkrieg zu tun hat, ist ganz einfach. Die darunterliegende Stadt, das hat damit zu tun. Denn dort werden wir wohl sehr viel Infanterie und vielleicht auch etwas Panzerkrieg sehen. Auf einem weiteren Bild sieht man genau so eine Stadt. Also nicht genau dieselbe Stadt aus dem vorigen Bild, aber zumindest eine Stadt. Dieses Bild erinnert mich an Italien oder Frankreich. Ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden, aber irgendwie so in der Richtung. Als absoluter Sandcrossing-Fan aus Battlefield 3 würde ich sehr gerne eine ähnliche Karte in Battlefield 1 dazu sehen. Naja, warten wir es erstmal ab. Aber was ich auf jeden Fall jetzt schon sagen kann, ist, dass man auch hier wieder den Transporter sieht, den wir auf einem der ersten Bilder gesehen haben. Der Krieg scheint auch hier schon etwas am Laufen gewesen zu sein, denn die umliegenden Häuser sehen schon wirklich ein bisschen mitgenommener und kaputt aus. Teile der Stadt und Häuser brennen auch schon und im Hintergrund sieht man auch noch einen auffälligen Turm. Vielleicht einen Kirchturm einer bekannten Kathedrale oder sowas? Der kleine Fluss auf der linken Seite des Bildes bringt uns aber auch schon mal in die richtige Richtung, und zwar Richtung Meer. Auf dem Meer geht's nämlich auch heiß her. Das im Trailer gesehene Schlachtschiff schießt fleißig auf etwas, was wir leider nicht mehr sehen, denn das liegt außerhalb unseres Blickwinkels.
Aus Sicht des Bootes, auf dem wir sozusagen mitfahren, sehen wir aber auch noch einige interessante Dinge. Zum Beispiel, dass unser Schiff mit 2 Front-MGs und einem weiteren MG in der Nähe des Fahrers ausgestattet ist. Was auf der Rückseite des Schiffes bzw. Bootes ist, sehen wir leider nicht, aber das Boot auf der linken Seite scheint ein sehr ähnliches oder gleiches Boot zu sein und naja, da sieht man jetzt keine weiteren Geschütze auf der Rückseite. Ganz links ist außerdem noch ein weiteres großes Kriegsschiff zu sehen und etwas weiter rechts ist dann ein mittelgroßes Schiff zu sehen. Ich hoffe sehr, dass all diese verschiedenen Arten von Wasserfahrzeugen irgendwie im Spiel sein werden, auch meinetwegen gleichzeitig und nicht irgendwie in verschiedene Karten, Modi oder sonst was unterteilt. Was aber auch noch auf dem Bild zu sehen ist, ist, dass die kleinen Boote auf das große Schlachtschiff zufahren. Vielleicht wird es also möglich sein, feindliche Schlachtschiffe zu entern, weil das vielleicht sogar ein eigener Modus wird. Geentert habe ich aber hoffentlich auch euer Interesse und wenn ihr noch weitere Battlefield 1 Videos sehen wollt, auch mit demnächst von mir selbst erspieltem Gameplay, dann behaltet meinen Kanal schön im Auge. Wenn ihr es genauso wenig wie ich abwarten könnt und noch lange nicht genug zu Battlefield 1 gehört habt, dann schaut doch auch mal beim Equar vorbei, denn der hat euch jetzt nochmal ein bisschen was zum Luftkampf und den möglichen Modi zu sagen. Gesagt habe ich jetzt aber wirklich erstmal genug, also dann Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.